Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal zu einer neuen Episode des Wohnzimmer-Interviews. Er ist ehemaliger Zeuge Jehovas, ist Aussteiger, nennt sich selbst Kirchenhistoriker einer kleinen, unbedeutenden Sekte. Heute sind wir im Wohnzimmer bei Jörg Kohut. Dankeschön, dass wir hier bei dir sein dürfen. Du bist ja der Aussteigerszene kein Unbekannter. Du bist aktiv, auch mit Aufklärungsarbeit, mit Aufklärungsvideos, in Foren und so weiter. Bist als Zeuge Jehovas aufgewachsen? Wurdest du reingeboren oder wie waren deine ersten Kontakte zu den Zeugen Jehovas? Ich wurde in die Zeugen Jehovas reingeboren, ja, in der dritten Generation. Also meine Großeltern waren Zeugen Jehovas und meine Eltern. Und da bin ich dann hineingeboren worden, in mütterlicherseits in eine große Gruppe von Verwandten, Zeugen Jehovas Verwandten. Mhm. Väterlicherseits war es die Hälfte. So. Die Zeugen Jehovas waren, die anderen waren keine Zeugen Jehovas. Mhm. Welche Erinnerungen hast du so an dein Aufwachsen? Wie waren so die ersten Jahre als Zeuge Jehovas? Wie ist es dir ergangen? Ja, es ist, war so, dass wir sehr viel umgezogen sind mit im Zusammenhang mit den Zeugen Jehovas. Das heißt also, mein Vater hatte, zuallererst war mein Bodenfelde eine kleine Wohnung, aber dann hat in Uslar jemand einen Königreichssaal gesucht und da hatten wir die Möglichkeit, in ein großes Gebäude reinzugehen in Uslar, in eine Art Gasthaus, die einen großen Veranstaltungssaal hatten. Und das waren dann, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ich zitiere nur noch aus dem Gedächtnis, 78 Fenster oder irgend sowas, die alle meine Mutter putzen musste. Das war ein Riesengebäude. Mhm. Es war ein Gasthof, ein Hotel. Und da hatte jedes der Kinder hatte dann 2, 3 Zimmer mit Nasszelle drinne. Und das war für mich furchtbar schrecklich, weil das alles so groß und so dunkel war. Und da erzählt meine Mutter immer wieder, da hat mein Vater also in dem Flur tapeziert und hat mir Tapetenrollen hingelegt und ich sollte da drauf malen. Und ich habe dann in Schwarz gemalt. Ich habe immer in Schwarz gemalt. Okay. Also das hat mir furchtbar Angst gemacht. Das war alles so riesig. Es gab auch Stellen in dem Gebäude, habe ich mich nie hingetraut. Und das waren halt die Anfänge dann in Uslar. Mhm. Und ich hatte da auch überhaupt keine weltlichen Freunde, Bekannte, gar nichts, mhm. überhaupt nichts. Es gab einen später in der Schulzeit, dem aber da, man spielt nicht mit Weltlichen. Also da Nein. war ich immer auf dem Hof. Aber da muss man dazu sagen, wie gesagt, es war ein Gasthof mit einem riesigen Garten. Wir hatten mehrere Mirabellenbäume. Einmal hat den Hof, die Fläche, das Grundstück hinterm Haus ist mit einem Traktor mal umgepflügt worden. Also das war riesig, das war groß. Wir hatten auch eine riesige Scheune, wo wir dann als Kinder spielen konnten. Und das aber deswegen war es also gar nicht notwendig, dass man irgendwie mit Weltlichen dann Kontakt hat oder so. Und wie ist es dir sonst ergangen, speziell in Bezug auf die Lehren der Zeugen Jehovas in der Zeit deines Aufwachsens als Zeuge Jehovas? Also aus meiner Erinnerung zum Beispiel gesprochen, man ist ja immer Außenseiter. Ja? Man ist mit Dingen konfrontiert, wie den Predigtdienst zum Beispiel. Wie hast du das empfunden? Wie war Predigtdienst für dich? Hast du das gern gemacht? Ja, ich bin immer mitgenommen worden. Ich habe bis ich Dauerhilfspionier wurde mit 17, habe ich nie geredet an der Tür. Okay. Aber was ich vielleicht erzählen will, wie wir dann aus Niedersachsen hergezogen sind nach Bayern, nach Weilheim, bin ich in die Ammerschule gekommen. Das war die dritte Klasse und alle waren schon vom Kindergarten an zusammen. Mhm. Und jetzt war ich Preuße, also Hannoveraner, Abreis. Okay. Abreis. Okay. Hannoveraner, sprach kein Bayerisch. Mhm. Böse Stimmen sagen, tut er heute noch nicht. Also ich war Hannoveraner, ich war unsportlich, ich war der Neue, ich war Zeuge Jehovas und war Legastheniker. Ich war der geborene Prügelknabe, aber nicht nur für die Schüler, sondern für die Lehrer auch. Das heißt, vierte Klasse in der Ammerschule, der Lehrer hat am Anfang ist aufgestanden, die ganzen Leute sind aufgestanden, die Schüler, und haben sie anfangs Gebet gemacht oder Gott mit uns, du Land der Bayern, jetzt weiß ich nicht mehr, war es die Nationalhymne, okay. was sie, oder ich glaube, sie haben ein Gebet gesprochen, auf jeden Fall, ich bin sitzen geblieben, war also der absolute Außenseiter da, und das war schlimm, die Zeit, das war schlimm, und das war dann, dass dann von der vierten Klasse, die dann aufgeteilt wurden in die verschiedenen Schulen, war dann ein Segen, weil dann habe ich keinen mehr gekannt in der neuen Klasse, und dann fingen alle von vorne an, das war ein Segen, aber das war schon eine schwierige Zeit dann so, als völliger Außenseiter, war sehr schwer. Es ist ja eine Geschichte, die sich bei vielen Aussteigern wiederholt, die man immer wieder hört, wenn Aussteiger auf ihre Kindheit zurückblicken, dass Mobbing auch immer ein Thema war, aufgrund
der Religionszugehörigkeit aufgrund dessen, dass sie Zeugen Jehovas waren, weil keine Kindergeburtstage, keine Weihnachtsfeste, keine Geschenke und so weiter und so fort. Und wie du eben auch beschreibst, der Außenseiter zu sein, war Mobbing da auch ein Thema? Das war schon kein Mobbing, das war so. Das war so. Mhm. Okay. Und ich habe da auch mit keinem weltlichen Freund Kontakt gehabt. Das würde man also, wenn das also heute Schüler aus der damaligen Zeit noch sehen würden, würden sie sagen, ja stimmt, der war immer komisch, weil ich dann mit weltlichen überhaupt keinen Kontakt hatte. Mhm. Es gab einmal eigentlich jemanden, den ich recht gern gemocht hätte und dem hätte ich dann auch weiterhelfen können in der Schule, also wie sagt man, Nachhilfe. Mhm. Das hätte Sinn gemacht, aber selbst da hat man, also man hat keinen Kontakt gehabt mit Weltlichen. Das hat es nicht gegeben. Und warum sind wir überhaupt nach Weilheim gezogen? Weil dann in Weilheim ein Saal gebraucht worden ist, also auch wieder aus angeblich theokratischen Gründen ist man dann danach weggezogen. Also da hat man ja auch wieder ein Kind aus seiner, aus seinem Umfeld rausgerissen und war da wieder neu und so. Deine Eltern waren ja sehr strenggläubige Zeugen Jehovas. Und ja, meine Eltern waren Vollzeitdiener, waren Sonderpioniere und haben, wie es, wenn jemand im Vollzeitdienst ist, gibt es zwei Möglichkeiten, wie man dann aufhört. Entweder man sagt, ich habe keinen Bock mehr, mag nicht mehr, oder man sagt, ja, es sind halt Nachwuchs gekommen. Ja, wir mussten aufhören. Und das waren meine Eltern, waren prädestiniert dafür. Ja, leider mussten wir mit dem Sonderpionierdienst aufhören, weil die Tochter gekommen ist. So ein Unglück hat man natürlich auch den Kindern zu spüren gegeben. Das haben die Kinder natürlich auch gewusst, dass sie als Grund vorgeschoben werden, warum die armen Eltern jetzt keine Vollzeitdiener mehr sein dürfen. Aber dabei hatten sie also nur keine Lust zum Predigtdienst gehen. Ja. Was ich gut verstehen kann. Ich hatte auch nie Lust. Alles gut, aber wie ich im Bethel gewesen bin, habe ich es nicht so gemacht, dass ich gesagt habe, ja, leider ist jetzt die Frau schwanger, wir müssen aus dem Bethel. Und ich habe gesagt, freiwillig bin ich gekommen, freiwillig gegangen. Warum habe ich das gemacht? Weil ich bei den Eltern gesehen habe, was das für einen Schaden bei den Kindern verursachen kann. Mhm. Wenn sie dann sagen, ja, wir sind da ja, wir haben ja so einen Pioniergeist, aber leider sind die Kinder gekommen. Jetzt mussten wir aufhören mit dem Vollzeitdienst dahin. Naja, schon gut. Denkst du, dass eine Sektenzugehörigkeit, oder ja, das ist dann auch nochmal ein Thema, hier noch eine Frage dann, dass die Zugehörigkeit so einer religiösen Randgruppierung, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen sanfter ausdrücken wollen, die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes behindert, verhindert, einschränkt? Ja, weil das Leben ist hart genug für jeden. Keiner kriegt was geschenkt, aber ich habe das schon auch schon in Foren mit Bildern beschrieben. Es gibt den sogenannten Lotusfuß. Das heißt, ein Kind wird von der Seele her bandagiert, weil man möchte, dass das funktioniert. Ja? Und diese Seele des Kindes wird so verstümmelt, ja, wächst verstümmelt auf. Selbst wenn dann die Bandagen irgendwann mal verschwinden, bleibt der Schaden. Bei den Chinesen ist es so, dass also kleine Füße als Schönheitssymbol gelten. Also und dann bindet man diese Füße, damit die klein bleiben. Und die bleiben immer verkümmert. Du kannst später die Bandagen entfernen, aber der Fuß wird immer verkümmert bleiben. Und so ist das mit der... Ich bin komisch. Ja, ich weiß. Bist du? Ja. Nein, in vielen Dingen, weil wie soll man so ein normales, was drei, vier junge Kinder im Sandkasten lernen, wie soll man das später als 30-Jähriger, als 40-Jähriger nachholen? Das funktioniert nicht mehr. Mhm. Und wenn man das nicht gehabt hat, dass man da so dann keinen Kontakt damit hatte und dass man sagt, ja, spiel nicht mit dem Spielzeug, weil Gott vernichtet dich deswegen, dann bleibt das sein Leben lang. Und es geht nicht nur sehr darum, dass man nicht keinen Geburtstag an Weihnachten feiern kann. Das ist eigentlich eher gut, dass man das nicht musste. Aber meine Mutter sagt, ich liebe dich. Ja? Du weißt aber ganz genau, wenn du etwas tust, weil du wirst ausgeschlossen wegen dem, was du tust, dann wird die Mutter den Kontakt zu dir abbrechen. Was ist das für eine Liebe? Das heißt, jede Art Emotion, die man erlebt mit den einzigen Menschen, mit denen man Umgang hat, Familie, Freunde, in Anführungsstrichen, ja, weiß man ganz genau, brühwarm werden sie einen ignorieren in dem Moment, wo man was Falsches macht. Und bei mir war das immer so, dass ich mir klar darüber war, in dem Wachturm wurde es beschrieben, man muss ein formbarer Ton in der Hand Gottes sein. Und ich
war das nie. Es war mir immer klar, ich bin nicht dieser formbare Ton in der Hand Gottes. Und dann, ja, wen hat man als Kind anderes als Person, die man braucht, als die Eltern? Und es ist ganz klar, die werden den Kontakt zu einem abbrechen, wenn man nicht funktioniert. Also was ist das für eine Liebe? Keine bedingungslose Liebe. Und dieses emotionale Verkümmern, das lässt sich nicht wieder reparieren oder nachholen mit was auch immer. Und es geht ja nicht, und wenn wir davon sprechen, ja, okay, Eltern und Freunde und so, man verliert ja das Vertrauen zu sich selber. Das heißt, das Herz ist verräterisch, ein Bibeltext, ja, und vertraue dir nicht. Das heißt, selbst also die Dinge, die man selber sich denkt oder sagt, sein eigenes Gewissen, wenn man das schulen möchte, dem muss man misstrauen. Und da, das ist eben diese Bandage, dieser Fuß, der da auf dieses Kind, was da versucht aufzuwachsen und eben unter diesen Bandagen nur verkümmert aufwachsen kann, das bleibt immer. Ja, das ist auch, wir sind ja ähnliche Generationen. Ist nicht nur ein Thema der Kinder von damals, von vor 40, 50 Jahren, sondern es ist bis heute noch so, dass diese Kinder, die in solchen Konstrukten aufwachsen müssen, ihr Leben lang gezeichnete Seelen haben, zum Großteil. Das mag jetzt nicht bei allen so sein. Es gibt auch so ein paar softe Gläubige, weniger. Also zu meiner Zeit war das selten der Fall, dass ein bisschen liberalere Brüder und Schwestern in den Versammlungen waren, sondern eher schon die härteren Erziehungsmethoden da noch dran waren und die Seelen... Funktioniert nicht. Du denkst jetzt, ja, es gibt ein paar, die sind härter, sind lockerer. Schau, ich habe ja die Dinge bei meinen Eltern gesehen und habe ja gesehen, wie meine Mutter immer schon 150-prozentige war und welcher Schaden dadurch entstehen kann. Mhm. Und habe dann gedacht, ich mache es anders, wie die Kinder halt so sind. Sie machen nicht die Fehler der Eltern. Mhm. Aber ich habe meine Kinder dadurch in Wirklichkeit ja noch viel tiefer in die Wachtunggesellschaft reingeritten. Zum Beispiel. Dann wird also in der Versammlung wird über irgendwas erzählt. So, und dann sind wir mit dem Auto nach Hause gefahren und die Kinder saßen also hinten im Auto und ich habe zu den Kindern gesagt, könnt ihr vergessen, die lügen, weil. Ja? Mhm. Aber in Wirklichkeit habe ich die Kinder ja dann noch tiefer da hineingeschoben. Weil wenn du wirklich brutal angelogen wirst und du siehst, okay, das ist gelogen, dann kann dein Kopf ja irgendwo dann sagen, ah, klinke ich mich aus, lass die erzählen. Aber ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Wenn jemand zu mir an der Tür gesagt hat, ja, ihr habt doch schon so oft den Weltuntergang vorausgesagt, habe ich gesagt, ja, stimmt, ich habe schon so manchen Weltuntergang überlebt. Das war brandgefährlich. Ich habe als dieser junge Pionier, der da mit den großen Augen zu den Wohnungsinhabern hingegangen ist, nicht lügen wollen. Das war brandgefährlich, weil ich die Leute ja dann erst recht, weil ich dann gesagt habe, ich folge nicht Menschen nach, sondern ich folge meinem Gott nach. Mhm. Und du hast jetzt bei der einen Anmoderation hast du gesagt, der ein ehemaliger Zeuge Jehovas. Wieso ehemalig? Es hat sich nichts verändert. Es hat sich nichts verändert. Also, dadurch, dass ich liberal und locker und heute sehe ich das alles nicht, war in Wirklichkeit für meine Kinder umso schlimmer, weil sie da noch viel mehr reingeritten worden sind. Ich würde also nicht sagen, nur weil jemand mit Stehkragen oder als 155-prozentiger da ist, ist er deswegen gefährlich. Das andere ist genauso gefährlich. Mhm. Diese Formulierung, die ich vorher benutzt habe, um die Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas zu beschreiben, der Begriff Sekte, der ja in Sachen Weltanschauungsfragen ja auch ein bisschen differenziert gesehen wird heutzutage. Wie siehst du das? Sind Zeugen Jehovas für dich eine Sekte oder eine Religionsgemeinschaft? Wie bezeichnest du diese? Völlig unwichtig. Sekte ist ein Warnhinweis, Vorsicht, Finger weg. Und da nehme ich ein Wort und damit habe ich viel gesagt. Und wenn Jehovas Zeugen keine Sekte sind, gibt es keine Sekten. Aber ob du sie nun Babykatzenvereinigung nennst oder Wattebäuschenschmeißer nennst oder von mir aus Sekte, ist die Bezeichnung ist doch völlig egal. Es geht hauptsächlich darum, Vorsicht, Finger weg. Das reicht ja völlig. Und dann sagt man heute Sekte. Im Grunde genommen, also jetzt rein theologisch würde ich jetzt sagen, ist es eigentlich eine Auszeichnung, weil die ersten Christen wurden ja auch als Sekte bezeichnet. Und das war ja dann eigentlich eher eine Auszeichnung. Gut, das haben die Feinde, haben sie so bezeichnet. Okay, aber eigentlich, wenn die Zeugen Jehovas keine Sekte sind, dann gibt es keine Sekte. Okay, gut beschrieben. Ja.
Da fällt mir jetzt eine, brühwarm fällt mir jetzt da eine Sache ein, habe ich mir gedacht, ganz wichtig, wenn wir mit einem Interview anfangen, musst du das gleich von Anfang an sagen. Alles, was ich hier sage, ist selbstverständlich nur rein subjektiv und nur eine Meinung von mir und hat natürlich alles nicht juristischen Hintergrund, also so. Selbstverständlich. Ja. Natürlich. Wir sprechen über unsere persönlichen Meinungen, das ist mein, über ja, unser Erleben und du jetzt, genauso. Jetzt mal im Ernst. Ich habe, wie ich angefangen habe zu schreiben, bei Manfred Gebhardt auf seinem Forum, der mir dankenderweise ein Forum als Heimat geboten hat damals. Mhm. Das ist so ein Segen, was er da gemacht hat. Da habe ich ihn mehrmals gebeten, ob ich nicht immer wieder unterschiedliche Usernamen verwenden kann. Mhm. Weil die Person ist unwichtig. Fakten sind wichtig. Das, worüber ich geschrieben habe, das war wichtig. Welche Person dahinter steht, die kannst du angreifen. Ja, ich weiß, du kannst mich angreifen, juristisch und was weiß ich. Klar, ich bin ein Depp, das weiß ich eh. Das braucht man erst gar nicht sehen. Ist von vornherein klar, weil Fakten sind wichtig. Ja? Und deswegen jetzt, also wenn wir das jetzt so drüber reden, diese privaten Dinge, über die wir jetzt reden, das war eigentlich ich glaube, sagen zu können, in der Zeit, wo ich über die Zeugen Jehovas geschrieben habe, war mir das nicht wichtig. Was da so privat passiert ist, das wäre für mich nie ein Ausstiegsgrund gewesen. Mhm. Aber wenn du jetzt über deine Person sprichst, dass die nicht wichtig ist, naja. Es ist ja, wenn es die Person Jörg Kohut mit all dem Erleben, das du mitbringst in deinem Leben, mit all deiner Erfahrung und vor allem auch mit deiner Recherche nicht gäbe, dann gäbe es ja auch, dann würde das ja auch fehlen. Das wäre ja ein Loch. Dann gäbe es ja diese Informationen nicht. Es war aber immer Teamarbeit. Es waren so viele. Das war der German in Infolink. Und das, wie gesagt, der Manfred Gebhardt, der da sich aufopfernd da eingebracht hat. Es war sowieso immer eine Teamarbeit. Mhm. Vielleicht hat die eine oder andere Sichtweise was gebracht, aber im Grunde war es ja immer Teamarbeit. Mhm. Warst du ein vorbildlicher und richtig treuer Zeuge Jehovas in deinen frühen Jahren? Es kommt halt immer darauf an, von wann man das sieht. Also von Kindheit an, ich würde jetzt sagen mal so bis 17, wurde ich mitgezogen als Kind. Ja? Das war also durchaus so, dass mein Vater mich als Ältester quasi angesprochen hat und gesagt hat, hier, du gehst nur eine Stunde im Dienst, das geht so nicht. Du musst mehr Dienst machen, sonst kann ich nicht dem Peter R. sagen, er soll mehr in Dienst gehen, wenn mein eigener Sohn nicht in Dienst geht. So war das eher. Und ich bin ja wirklich immer nur mitgenommen worden. Ich habe auch nicht an den Türen geredet, da war ich viel zu introvertiert. Aber dann mit 17 bin ich Dauerhippie geworden. Mit dem ersten Tag, in dem ich mich zum Dauerhippie angemeldet habe, das war mein erstes Mal, dass ich selber an der Tür geredet habe und habe auch nur die Bibel mitgenommen und bin auch nur allein in Dienst gegangen, weil ich das immer gehasst habe, wie die Leute an den Türen gelogen haben. Und weil ich auch nicht wollte, gehst ja zu zweit, damit du dich gegenseitig kontrollierst. Und ich wollte nicht, dass die Brüder sehen, was ich an den Türen sage. Beispiel, ihr habt ja schon oft das Ende der Welt vorausgesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt. Aber mein Satz war damals immer, dass ich dann gesagt habe, ja, wenn der Wachturm jetzt rauskommen würde und würde draufstehen, so, das war's, wir hören auf, würde sich an meinem Glauben nichts ändern. Das sind so alles Menschen, die machen Fehler, ja, aber mein Glauben würde es nichts ändern. Das kannst du natürlich schlecht, mein Bruder tut der Holzhammer-Methode, den kannst du da schlecht mitnehmen und das dann so sagen, der versinkt im Boden. Ja. Deswegen bin ich dann alleine gegangen. In der Zeit, würde ich sagen, war ich ein 150-Prozentiger. Ja, ich habe dann mit meinem 18. Geburtstag wurde ich dann Pionier, hatte mich dann schon fürs Betel beworben. Kannst ja auch nicht vor 18 ins Betel. Das ist die Zeit, bis ich dann eben angenommen worden bin im Betel, da war ich dann 19, wie ich ins Betel kam. Mhm. So. Das Ganze endete der Moment. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Für die Zuschauer, die mit dem Begriff Betel nichts anfangen können, magst du mal ganz kurz beschreiben, was das Betel ist? Das ist so eine Art Orden, stimmt es? Das kommt jetzt drauf an, wie man das formulieren will. Also nach Zeugensprech ist es das Haus Gottes. Das ist halt das Zweigbüro. Da gibt es also die Zentrale in Amerika und das Zweigbüro gab es in Deutschland und so ein Selters. Und da im Grunde genommen ist es nichts anderes als die Verwaltungsfabrik. Fabrik. So. Aber nochmal, weil du sagtest, hundertprozentiger, ja. Während ich Pionier war, habe ich zum Beispiel ein Studium mit einem jungen Bruder gehabt. Da waren die Eltern, hatten auch ein Bibelstudium, er war kein Bruder, aber ein junger Sohn von einer Familie. Und da ging es also auch, der hat also auch ein Bibelstudium gehabt, dann haben sie mir quasi zugeteilt. Und
dann habe ich mit ihm eigentlich über weltliche Musik gesprochen und das war nicht ganz korrekt, weil ich ja selber auch weltliche Musik gehört habe. Und habe zu ihm gesagt, du musst die Musik abschaffen, du darfst die Musik nicht hören, das ist nicht in Ordnung. Beziehungsweise jetzt muss ich genau sein, also wie ich dann mit ihm studiert habe als Pionier, zu der Zeit habe ich dann auch schon keine weltliche Musik gehört und habe ganz klar gesagt, weltliche Musik und egal von wem sie ist, das habe ich nicht Saragossa-Band gesagt, aber egal von wem sie ist, ist nicht in Ordnung. Ich habe mir jetzt die Texte von der Saragossa-Band habe ich jetzt nicht griffbereit, aber es, wenn mein Vater in der Werkstatt seine Musik gehört hat, Sauf, Brüderlein, Sauf, ist auch nicht in Ordnung. Ja? Also nur ich wollte sagen, also zu der Zeit, ja, 150%iger. Aber wie gesagt, wann schaut man das? Und dann in dem Moment, wo ich die Schranke vom Bethel durchgefahren bin, da wechselte das. Wie ich dann gesehen habe, Moment, das ist nur ein Konzern, das ist nur eine Fabrik, das ist nur, in dem Moment kippte da was um. Wenn du als junger Glaubensbruder, du warst noch sehr jung, als du ins Bethel gegangen bist, standen dir ja in der Theokratie praktisch alle Türen offen in Sachen Karriere. Ja. Ja. Also man hat dann dort sehr schnell gesehen, ich sage an dieser Stelle, das habe ich letzthin auch mit einer Dame mich unterhalten, die für die katholische Kirche arbeitet, dann habe ich den Satz auch gesagt, den ich immer wieder mal sage, wer der Papst, der glaubt, der wird vernichtet. Er wird vergiftet. Der Papst, der glaubt, der wird vergiftet. Ja? Und es hat in Selters auch Leute gegeben, die sagen, ja, aber in der Bibel steht doch. Und wenn jemand so kommt, dann putzt er die Toiletten. Mhm. Aber wenn die merken vom Bethel-Büro, es sind ja sehr viele junge Leute, sehr viele junge Brüder dort und die beobachten das. Und wenn die sehen, da ist jemand, der versteht, dass das Ganze ein Geschäft, eine Fabrik, eine Firma ist, dann kann man Karriere machen. Verstehe. Anmaßend, wenn ich das jetzt so sage, aber es ist jetzt mal also nur subjektiv, ich rede jetzt nur mal dumm daher. Ich glaube schon, dass sie mir damals angeboten haben, Karriere zu machen, dass sie da gesehen haben, Moment, da ist jemand, der versteht, wenn wir jetzt vom Mittagessen statt 28 Pfennig fürs Mittagessen 26 Pfennig nur noch haben, haben wir mehr Gewinn. Wenn jemand das versteht, dann wird ihm durchaus Karriere angeboten. Aber ich wollte das nicht. Ich habe das abgelehnt. Ich wollte keine Karriere machen dort. Ich finde es interessant, mal einen Insider-Bericht zu hören oder jemanden zu hören wie dich, der dieses Bethel von innen kennt. Also nicht nur durch eine Führung, mal ganz kurz sich die Räumlichkeiten anschauen, Druckereien und so weiter, sondern wirklich dort gelebt hat. Wie lange hast du dort gelebt in Bethel? Ich war 3 Jahre in Bethel. Was waren dort deine Aufgaben? Was hast du dort gemacht den ganzen Tag? Ich hatte unglaubliches Glück. Das Ganze ist ja nach dem amerikanischen Prinzip. Das heißt, man hat eigentlich keinen Urlaub. Man arbeitet dort einen Monat und dann hat man einen Tag frei. Aber man arbeitet aber von Montag bis Samstag. Also man hat eine 6-Tage-Woche, hat dann einen Tag frei. Man hat also nicht fürs Jahr 30 Tage. Absolut. Ich bin heute nach Jahrzehnten bin ich den Urlaub noch nicht gewohnt. Man hat ja maximal, wenn man jetzt nachrechnet, wird man sagen, oh mein, das sind ja 12 Tage Urlaub im Jahr. Ja, mehr auch nicht. So, und man kriegt auch nicht arbeiten, wenn man immer ist gelernter Bäcker und dann arbeitet man dort als Bäcker. Nein, die Amerikaner jobben. Ja? Mhm. Nach diesem Prinzip funktioniert das. Und sie beschreiben es natürlich anders. Sie sagen, ja, du wirst also, hier bin ich, Herr, hier bin ich, sende mich. Du wirst also eingesetzt, wo du willst. Und es ist ja auch im Grunde genommen jetzt, also vom Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Prinzip wichtig, dass man sagt, man ist abhängig vom Arbeitgeber. Und wie ich reingekommen bin als Bethel, ganz junger, 19 Jahre alt, bin ich zuallererst etwa 3-4 Monate, aber ich zitiere nach Gedächtnis, wenn da jetzt jemand nachschreibt, das waren 5 Monate, mag sein, ich weiß es nicht, aber ich war da erstmal in Haushaltsverwaltung. Haushaltsverwaltung, das heißt, da putzt man also die Toiletten in den Verwaltungstrakt vor dem Keller, Speisesaal und in Bibliothek. Rechtsabteilung durften wir normalen jungen Brüder nicht rein. Das durfte nur der Aufseher. Jörg B. durfte da rauf und die Rechtsabteilung putzen bei den Toiletten, weil das war auch zu der Zeit Osten, DDR war wegen Spionage. Mhm. Deswegen durften auch nur zuverlässige Brüder dann auch da oben putzen, weil es könnte sein, dass man irgendwas mitkriegt mit oder einschleust oder so. Die haben also wirklich Paranoia gehabt wegen DDR. So, und da habe ich also meine sozusagen meine Lehrwochen gehabt und habe da also geputzt, wobei
Es war so, ich habe ja bei meinem Vater gelernt. Und bei meinem Vater, da bin ich um 5 Uhr morgens durch Weilheim, durch die... Du hast was gelernt? Raumausstatter. So, bei meinem Vater hat ein Raumausstatter Werkstatt. Mhm. Dann bin ich also durch die Felder gefahren im Tau früh morgens, habe die Werkstatt aufgesperrt, habe eingeschürt und wieder meine Schwester mit meinem Vater mit dem Mercedes in die Werkstatt gefahren. Es war die Werkstatt schon warm. So habe ich also, das aus Spaß habe ich das gerne gemacht. Und jetzt kam er da so nach Selters und habe mir da so den Laden da angeschaut und keiner wollte in den Toiletten vorm Speisesaal putzen, weil einfach viel los war. Die waren halt einfach benutzt. So. Aber ich habe da gesehen, direkt neben dem Speisesaal war die Friseurabteilung. Und es gibt kaum Abteilungen, wo, na sagen wir mal, Informationen schneller verteilt werden als beim Friseur. Und die Schwestern, die bei den Friseuren da gearbeitet haben, waren alles Ehefrauen von hochrangigen Leuten vom Bethel-Büro. Also mit anderen Worten, diese Toilette war das Wichtigste, was es gab. Und dann habe ich nach Feierabend habe ich die Wände sauber gemacht, habe da immer, ob es sauber gewesen ist, bitte, ich bin Junggeselle. Ja, aber ob es sauber ist, ist ein anderes Thema. Aber ich habe da immer Zitronenduft mit reingetan, dass die alle wussten, die Toiletten sind alle besonders sauber. Und habe auch die Waschbecken, wenn da so mit Metall, dann kommt so ein schwarzer Streifen, dann habe ich so ein das hättest du jetzt auch nicht gedacht, dass du bei einem Interview dir jetzt über auf Porzellan du, ich kann auf Tipps Metall brauchen, also. Auf jeden Fall, ich wusste, dass das wird von den Vorgesetzten gesehen. Mhm. Wenn ich die anderen Toiletten putze, ja, da sieht kein Mensch, aber die sehen sie. Und dann hat es tatsächlich morgens eine Nachricht gegeben, dass eine neue Abteilung in Bethel gegründet wird, die Polsterei. Und dann habe ich gedacht, Scheibenkleister, jetzt bin ich als junger Knill. Ich wusste, es gab noch einen anderen Raumausstatter dort. Das ist sofort erzählt worden. Ja, der Raumausstatter wird das kriegen. Der war sich schon ganz sicher, dass er das kriegen wird. Ja, Scheibenkleister, jetzt bin ich so als junger Mann, bin ich da zu früh ins Bett gekommen. Er hätte so gern die Polsterei gehabt. Und dann bin ich doch tatsächlich gerufen worden ins Bethel-Büro. Und dann hat er gesagt, so, du hast jetzt einen neuen Arbeitgeber, du musst jetzt zur Schreinerei, du musst dich jetzt bei dem Vorarbeiter melden, du wirst die Polsterei gründen. Mhm. Der Hammer, der Wahnsinn. Dann ist tatsächlich ein Raum leer geräumt worden, da war vorher die Teppichlager drin. Dann haben sie da Fenster reingesetzt in die Wände, haben mir einen Katalog hingesehen, Werkzeugkatalog, haben gesagt, fang an. Ein Traum. In der ganzen Fabrik, in diesem ganzen Fabrikgelände gab es nur 2 Arbeitsplätze, wo jemand alleine gearbeitet hat. Das war die Buchbinderei und das war die Polsterei. Und von da an hatte ich eine eigene Werkstatt. Ich konnte alleine arbeiten. Mhm. Ich hatte niemanden, der mir reingeredet hat. Ich habe einen Schlüssel gekriegt, HGSW, Hauptgesamtschlüsselwohnung, HGSF, Hauptgesamtschlüsselfabrik. Ich kam überall rein. Da ist mir mal passiert, dass ich versehentlich ins falsche Stockwerk in der Wohnung über mir, habe die Tür wieder zugemacht, weil ich immer nur im HGSW durch... Hat man eigentlich gesagt, soll man nicht machen, aber man hat halt weniger Schlüssel am Schlüsselbund gehabt. Ja. So. Und so kam ich in die Polsterei und habe da alleine arbeiten dürfen und habe da Musik hören dürfen in der Arbeit später. Oh, das war einfach der Hammer. Ich habe alle Nachtwächter persönlich gekannt, weil dann zu jeder Tages- und Nachtzeit konnte ich da arbeiten. Hat mir keiner reingeredet. War der Hammer. Du hast vorhin diese ganzen Etagen so beschrieben, ja? Hast auch den Begriff Bibliothek erwähnt. Richtig. Im Rahmen des Toilettenreinigungsvorgangs. Ja. Wann hast du denn deinen speziellen Bezug zur Bibliothek entdeckt dort? Mit 14, ich war immer schon Sammler, mit 14 habe ich mit der Wachtumsammlung angefangen. Und dann gab es den vorsitzführenden Aufseher der Versammlung Peißenberg. Da müsste ich ja fast dich fragen, wie der hieß. Ich weiß den Namen jetzt, ich sage ihn nicht, weil es läuft die Kamera. Aber dieser Bruder hat für 1975 in seiner Scheune Literatur gesammelt. Aus dem einfachen Grund, weil sie aus der Verfolgungszeit schon wussten, es wird halt dann wichtig sein, dass man Literatur hat. Wieso man alte Sachen sammelt, weiß ich nicht. Aber der hat jedes Mal für die Literaturbestellung in Peißenberg hat er ein paar Zeitschriften, ein paar Wachtum, ein paar Erwachet zusätzlich kommen lassen, die dann in seiner Scheune abgelegt worden sind. Dann hat Bruder S. eben diese Scheune verkauft und hat gesagt, so, jetzt muss er die Literatur wegschmeißen. Und mein Vater wusste, sein Sohn ist Sammler und hat gesagt, hör mal zu, können wir da nicht drankommen. Und so habe ich von dem Peißenberger Bruder
die Hälfte seiner Kisten bekommen mit seiner Literatur für 1975. Es Hui. War ja 14, kannst jetzt rechnen. Jetzt bin ich 25, ist also noch nicht so lang her. Na, das ist spannend, aber 60, 70, 1980 war das. So, 1980 habe ich dann, mit 14 habe ich dann angefangen, 1980 habe ich von ihm die Sammlung gekriegt und da waren schon ein paar Zeitschriften, 10 oder 11 Zeitschriften von 1945, 6, also schon nach dem Weltkrieg, da 48 waren schon dabei, große Sachen und so. Und da habe ich zu sammeln angefangen. Und mein Spezialgebiet zu der Zeit, warum ich da ganz scharf drauf war, war, ich bin ja, wie gesagt, immer mitgeschleppt worden im Predigtdienst. Und zu dieser Zeit bin ich mit einem Bruder, mit einem Pionierbruder in Weilheim unterwegs gewesen, der mit der Holzhammermethode unterwegs war. Mit dem wollte keiner in Dienst gehen, aber deswegen hat es mich immer erwischt, ne, weil mir zu mitnehmen, naja, da reicht es dann noch. Der hat auch, der Bruder G., das muss ich ihm zugute halten, hat mich auch nie vorgeführt, dass er also gesagt hat, so, jetzt redest du. Das hat er nicht gemacht, das muss ich sagen. Da hat es andere gegeben, die haben das gemacht, aber erfolglos, weil ich einfach zu introvertiert war, da kam nichts, da war höchstens zum Gemütchen kühlen, dass jemand sich da seinen Spaß gemacht hat, dass er da jemanden hingehängt hat. Nee, egal, aber der hat einen Dauerbesuch gehabt in der Wässerbrunner Straße und der war im Ersten Weltkrieg. Und der hatte mit Bibelforschern, mit Brüdern zusammen, war der im Ersten Weltkrieg und hat gesagt, die Brüder sind dort immer, die Soldaten sind immer als Bibelforscher, als Feldgeistliche aufgetreten. Und der hat gesagt, hat sich vom Bruder G. immer nur die Zeitschriften geben lassen, weil er immer gesucht hat, wo lügen sie wieder über den Ersten Weltkrieg, weil er selber dabei war und er wusste das. Und der hat das immer gesagt, ihr lügt in eurer Literatur und das habe ich natürlich als junger Mensch gehört. Und deswegen hat mich dieses interessiert und ich habe in unserer Literatur nachgelesen und jetzt kam ja immerhin in der Zeitschrift schon bis 1948, jetzt nur ein paar Ausgaben, aber daher kam das, dass ich die tatsächlich gelesen habe. Ich habe alles gesucht, was darüber gesagt wird. Ich erinnere mich noch daran, dass man im Kongress ist mal ein Buch rausgekommen, Jehovas Zeugen im 20. Jahrhundert. Das habe ich verschlungen, weil ich die Stellen gesucht habe, wo schreiben sie was über diese Sache. Daher kam das, dass da so ein Verrückter tatsächlich gelesen hat, was in den Sachen stand. Und du kannst nicht hergehen und kannst sagen, Index, wo lügen sie? Ja? Den Abteilung im Index gibt es nicht. Das heißt, du musst den ganzen Artikel lesen und auch zwischen den Zeilen, dass du sagst, was sagen die? Das sind oft nur beiläufige Erwähnungen. Jahrbücher war für mich so immer die Offenbarung, Jahrbücher zu lesen, weil die Leute dann über das und das erzählt haben und dann, ja, Moment, das gesagt haben sie ja in der Literatur, wir haben uns an den Weltkriegen nie beteiligt. Ja? Wir sind die Einzigen, die von sich sagen können, dass nie jemand durch ihre Hand in den Weltkriegen gestorben ist. Bruder R. aus Regensburg, Vortrag, die Datei habe ich veröffentlicht, irgendwann mal die Audiodatei. Sowas ist halt behauptet worden. Sie sind die einzige Religionsgemeinschaft der Welt, die zu Recht behaupten kann, dass in keinem Krieg jemals ein Mensch durch ihre Hand ums Leben gekommen wäre. Sogar schlimme Verfolgung kann sie nicht daran hindern, in politischen Angelegenheiten streng neutral und friedlich zu sein und damit den Worten Jesu Christi zu folgen, der sagte, mein Königreich ist kein Teil dieser Welt. So was ist halt behauptet worden. Aber in Wirklichkeit stimmte es ja nicht und deswegen war ich so scharf drauf. Und das war eben mit 14 fing ich an zu sammeln und habe dann von allen Verwandten und von allen versucht, an doppelte Zeitschriften zu kommen und habe da auch mich sehr drum bemüht, zum Beispiel, wenn Wohnungen aufgelöst worden ist, da ist jemand gestorben. Und dann habe ich gesagt, ich nehme alles. Alles, auch wenn ich vielleicht nur eine Sammlerglück, auch wenn ich vielleicht nur eine Zeitschrift brauche, ich nehme alles, ihr braucht euch um die Sachen nicht kümmern. Und gebe sie dann anderen weiter und so. So war das. Und jetzt du hast mich das eigentlich im Zusammenhang mit dem Bethel gefragt. Jetzt kommt also die Bücherei. Ja, man kann jederzeit aus jedem Jahr in Selters Zeitschriften bestellen. Das heißt, ich kann tatsächlich hergehen und sagen, ich möchte Januar 1948 eine Ausgabe bestellen. Die haben die noch im Keller. Mach was.
Ach was, bloß der Feldner von der Literaturabteilung ist natürlich auf 180, wenn du jedes Mal was bestellst von da unten. Dann haben die mal gesagt, ja, also 10 Zeitschriften kann man also bestellen, aber das ist alles für Versammlungen, für deren Bücherei, das ist nicht für Privatleute. Aber ich war Sammler, ich hätte für so eine Ausgabe getötet. Jetzt dachte ich also, jetzt komme ich also nach Selters und bin da also in der Bibliothek oben und kann da was lesen. Und dann stellst du auf einmal fest, so viel hatten die da oben nicht. Es gab Literatur, bitte, ich zitiere aus dem Gedächtnis, macht jetzt da keinen juristischen Fass auf. Niemals. Ja, aber naja, es ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Aber es gab gewisse Literatur, die hatte nur die Rechtsabteilung. Da kam ich gar nicht dran. Also es war nicht so, dass ich jetzt einfach hergehen durfte. Bitte, also wenn das jetzt jemand aus dem Bethel liest und sagt, also auch 1985 war ja dann im Bethel, glaube ich, oder? Wenn ich 19 war, 66 plus 20, 86, 85 muss ich ins Bethel gekommen sein. Ich zitiere aus dem Gedächtnis. Ja, aber du konntest nicht einfach hergehen und eine Zeitschrift aus 1914 nehmen und nachlesen, was haben sie über den Weltkrieg gesagt. So einfach war das nicht. Ich hätte es gemacht. Es waren schon vereinzelte paar ältere Zeitschriften dort. Aber so, wie ich es dann später gemacht habe, dass ich dann wirklich an einmal alles bitte drangekommen bin, das war da oben nicht. Du konntest nicht das so nachlesen, das ging nicht. Und es waren auch einige Bücher. Und ich habe mich nicht um weltliche Bücher interessiert, sondern ich habe mich um Wachturmbücher interessiert. Und ich erinnere mich noch, dass sie gesagt haben, ja, die Rechtsabteilung hat Bücher, also, aber auch lange nicht alles. Darf ich einfach mal eine Sache ins Blaue hinein behaupten? Natürlich, immer gerne. Das Berührerhandbuch hatte Selters nicht. Nicht? Nein. Naja, wie kommst du an alte Informationen, wo irgendwas steht, und das Berührerhandbuch war sowas wie der Index. Mhm. Und das hatten sie nicht. Also, ich muss mich schon schwer irren. Nein, das hatten sie nicht. Wobei man muss sagen, es war natürlich nicht, die Literatur war nicht synchron, aber jetzt gehen wir da ins Fachliche, wie man alte Sachen daraus findet. Aber daher kam die Sammlerei. Deine Sammlerei und natürlich auch deine Leserei und deine Studiererei. Du hast dich ja wirklich intensiv mit dieser ganzen Thematik von A bis Z auseinandergesetzt. Du sagst, dass jedes Jahrbuch für dich ein Highlight war und du das wahrscheinlich regelrecht gefressen hast, also intensivst gelesen. Wann haben deine Zweifel begonnen? Oder welche Lehre? Was, woran machst du das fest? Wo du halt sagen ich halt, weiß, wir haben uns schon ein paar Mal drüber unterhalten und Punkt. Ich habe dich vorhin auch schon so gefragt, wie die Kamera noch nicht lief. Jeder zweifelt doch. Jeder zweifelt doch. Wer hat keine Zweifel? Dann kommt von dir der Satz, dass du sagst, ja, du hast das geglaubt. Geglaubt habe ich auch noch lange, als ich im Internet zum Schreiben angefangen habe, habe ich noch gedacht, wenn das Gewitter ist, bin ich nah an der Wand von der Häuserwand vorbeigegangen, weil ich gedacht, Gott straft mich mit dem Blitz. Glauben und Zweifeln, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Wann habe ich zu zweifeln angefangen? Also nehmen wir 1982, bin ich neben meiner Schwester im Königreichssaal gesessen. Der hat gesagt, also die Generation von 1914, guck doch mal nach, wann dieser Erwachet war, wo dann die Brüder vorne, die Generation wird nicht vergehen. Da gibt es so einen gelben Erwachet, da siehst du die älteren Leute, diese Generation wird nicht vergehen. Und das hat uns Jehova gesagt, der nicht lügen kann. So, dann bin ich neben meiner Schwester gesessen und wir waren freche Teenager. Ja, dann habe ich zu ihr gesagt, ja, also dann werden sie 1985, werden sie dann, oder 95, ist jetzt egal, das kann man ja jetzt dann, warum sich das nochmal um 10 Jahre verschieben durfte, kann man ja drüber reden, aber da werden es dann noch den Wachturm sein. Es gibt ihn noch, ja, da wird er von einem Weißen und von einem Schwarzen, der Letzte aus der Generation von 1914, wird dann hochgehalten und wird sagen, noch gibt es ihn. Also das war der Scherz, den ich meiner Schwester gesagt habe, kann sie sich zum Glück heute auch noch erinnern. Also was heißt Zweifel? Wo hat das angefangen, wo hat das aufgehört? Ja, so Zweifel tut doch jeder. Meinst du? Ja, oder? Ach, das wäre schön. Also dein Wort, ich wollte gerade sagen, Gottes Gehörgang, aber an den glaube ich ja nicht. Aber ich denke nicht, dass du jeder nicht zweifelt. Nein. Okay. Wie sagte Hermann von Feen, Gott, der die Farben so schön schuf, obwohl es sie nicht gibt, und so ähnlich formulierte das, ne? Schön gemacht. Glaubst du noch an Gott? Naja, sagen wir mal so, wenn ich im Internet über irgendein Thema geschrieben habe und gesagt, guckt, hier sagt der Wachturm das, dann sind das
Fakten. Mhm. Das ist schwarz gedruckt hier, schwarz auf weiß gedruckt da. Wenn ich jetzt sage, ob ich an Gott glaube, ja mein Gott, dann ist das eine furchtbar weiche Sache. Ist das wichtig, woran ich glaube? Ich habe es aber, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt, dass ich gesagt habe, an dem Glauben an sich hat sich nichts geändert. Na und? Ja, ist doch schön. Ist doch auch schön, wie ich vorhin auch gesagt habe, ist auch schön, wenn man glauben kann. Oder wenn man, Ich tue mir so schwer mit der Aussage ja oder nein, weil ich glaube, so, alles, was sich irgendwie in dieser Form in Wörter packen lässt, muss falsch sein. Es ist etwas Spirituelles, ein Gefühl. Und in dem Moment, wo ich es irgendwie in tetrapackförmige Glaubensbekenntnisse packe, muss es falsch sein. An dieser Stelle hätte ich jetzt im Forum Hermann van Veen zitiert, wie ich es öfters gemacht habe, der ein Mann geht, Gott kommt auf die Erde und trifft dann einen Mann auf der Bank und dann sieht er da irgendwie die Kirche, eine kleine Geschichte von Gott. Das hätte ich jetzt als Film rein, wo dann der sagt, ja, die Leute glauben, dass jetzt Satan herrscht und dann sagt der Gott dann zu ihm, Kollege, das glaube ich. Okay, dann versuche ich mal die Frage anders zu formulieren. Wann war die Summe der Zweifel so groß, dass du sagtest, so, jetzt sind hier einige Punkte, das kann nicht mehr stimmen. Und wann wurde dir klar, dass die Religion der Zeugen Jehovas nicht die wahre Religion ist? Da kommt es, also du sprichst von dem Punkt, der zum Überlaufen kommt. Das sind natürlich verschiedene Sachen. Also es ist wahrscheinlich... Es sind natürlich konkrete Situationen gewesen, die dann einfach das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Ich kann es immer wieder nur beschreiben, ich habe es schon 100 Mal erzählt, jetzt erzähle ich es halt wieder. Da war mal das Daniel-Buch, Daniel seine Prophezeiungen. So. Und dann war ich Buchstudiumleiter und habe das Buchstudium geleitet und habe das sauber vorbereitet. Das heißt, wie macht man das, um ein Buchstudium vorzubereiten? Mein Gott, ich habe halt alle Bibeltexte ausgedruckt und habe das sauber vorbereitet. So, ein paar Jahre später kam das Daniel-Buch, wurde wieder gebracht. Damals war ich dann wieder Buchstudiumleiter. Dann habe ich halt in den Literatur, die man aus dem Index finden konnte, bis also 1956 oder sowas zurück, alles ausgedruckt aus der Literatur und habe das Daniel-Buch zerpflückt, habe es in ein Loch gelocht und habe aus der Literatur von bis 1956 zurück, habe ich alle Sachen dann rauskopiert, die da zu diesem Thema gehörten. So, dann kam ein paar Jahre später wieder das Daniel-Buch. Diesmal war ich aber dann, das war in Straubing, da waren wir schon in Straubing, da war ich dann nicht Buchstudiumleiter, sondern da saß ich nur noch in der Gruppe drin. Hatten schon ziemlich Probleme mit der Versammlung aus anderen Gründen, wegen ihrer Frau war das jetzt, da sind wir sozusagen nach Straubing geflohen und haben dann schon gesagt, wir wollen nicht diese Ehe in einem Buchstudium in der Wohnung, sondern wir gehen zum Königreichssaal, obwohl wir von der Gegend her woanders gewesen wären, zu einem anderen Buchstudium gehört hätten, aber wir sind dann zum Königreichssaal gegangen. Da saß ich also in dem Buchstudium im Königreichssaal, der Buchstudiumleiter vorne, bestimmt ein netter Mensch, aber von nixer Ahnung, ja, und dann habe ich halt wieder das Daniel-Buch gehabt und jetzt war ja schon bis 1956 alles vorbereitet in dem Buch und jetzt bin ich einfach hergegangen, habe gesagt, einmal alles bitte bis 1896 zurück. Ja? Alles, was im Daniel-Buch interessant war. Und dann habe ich mich halt gemeldet und habe gesagt, ja, also sagen wir mal, die Statue da, diese Statue, sind die Weltreiche, Babylon, Medo-Persien, schieß mich tot, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber im Buch Regierung auf Rutherford's Rainbow, ja, in Regierung, das ist mit Abbildung, da ist also auch das Daniel, halt das Buch halt hoch, im Original, ja. Halt das Buch hoch und sag, nein, die Daniel-Statue waren damals nicht die Regierungen waren, sondern die Weltreich das Weltreich Satan. Also Satan oben mit Kopf, dann die im Himmel, die Dämonen, dann die Dämonen auf der Erde, dann die sichtbare Organisation Satans. Das war also die Daniel-Statue. Und da konnte der nichts mit anfangen. Warum? Weil in letzter Konsequenz habe ich doch jedes Mal konnte ich, also da steht das Lustige, das es ist ja nicht lustig für mich gewesen, sondern es war ja Buchstudium-Vorbereitung.
mein Herz ist rein, ja. Also ich habe mir ja nicht hingesetzt, gesagt, ich will der Abtrünnige sein. Und dann hat der, da bin ich aber dadurch, bin ich zu dem Abtrünnigen. Der hat mich nicht mehr drangenommen, weil er konnte mit dem, was ich sage, nichts anfangen. Es war ja im Grunde genommen gefährlich, weil im Endeffekt, was ist die Konsequenz? Musst du sagen, ja, mal schon wieder Unsinn erzählt. Und warum soll der Unsinn von damals anders sein als der Unsinn von heute? Ja, wo ist jetzt die Grenze? Ab wann haben wir jetzt keinen Unsinn mehr erzählt? Vor allem in 20 Jahren, ich meine, das war 1990, wenn ich das heute noch lehren würde, was wir 1990 gesagt haben, ich wäre schon wieder ausgeschlossen, weil wir haben ja schon wieder alles umgedreht. So. Und dann hat er mich nicht mehr drangenommen und dann habe ich angefangen, im Internet darüber zu schreiben. Und das war noch bei Egon Glöckl. Und der Egon Glöckl, das war ein ganz komischer, ganz, ganz schräger Vogel, ein Journalist. Und dann wurden aber aus verschiedenen Ecken wurden Leute auf dieses Gästebuch aufmerksam vom Egon Glöckl und haben sich dafür interessiert. Und dann zog ich um zu Manfred Gebhardt in sein Forum. Und da, also wenn du jetzt sagst, wann lief das Fass über, dann war das eben zu der Zeit, dass die Leute dann eben darauf aufmerksam geworden sind und Interesse an dem hatten, was ich dann geschrieben habe, dass ich sage, und da war dann die Grenze, es war kritisch zu sein, war in gewisser Weise ja schick. Es war ja nicht so, dass ich hergegangen bin und gesagt, so, ich bin jetzt Abtrünniger. So war es ja nicht, sondern es war ja eigentlich, und dann haben andere das Brüder auch mitgekriegt, dass ich dann darüber schreibe und so. Und das war so fließend. Es war nicht so, dass ich dann von einem Tag zum anderen sage, so, jetzt schließe ich mit der Sache ab. Es kam ja erst. Andere Brüder haben das mitbekommen, dass aus der Versammlung Straubing, aus der Versammlung Regensburg, Verwandte und auch in Selters. Brüder, die denn dort mich noch kannten. Und ich weiß, ich habe anonym geschrieben und so, in Wirklichkeit, das merkt man ja doch, irgendwann kommt man drauf, das kann nur der Verrückte sein. Ne? Und vor allem, wenn ich solche Sachen sammle, dann ist das ja auch bekannt, dass ich das dann habe. Mhm, ne? Und wer konnte das schon sein? Es gab ja, wer hätte das sonst sein können? Und die haben wir dann tatsächlich am Kongress oder in der Versammlung oder auch per Post aus Selters und die haben mir dann immer Sachen zugesteckt und gesagt, schreib darüber. Ach, ja, ja. Was? Ja, ja. Und bloß oft waren das halt so Sachen, mein Gott, wie heißt es, subliminale Bilder. Ja, also dann guck doch mal hier im Geschichtenbuch und dreh das Bild dreimal um und wenn's das ganz Licht ganz dunkel machst und dann ganz scharf hinschaust, dann siehst du irgendwelche Fratzen. Ja, komm, hör auf. Ich habe das nie gemocht. Also ich habe einen sehr lieben Verwandten gehabt, mein Onkel Weißmann, sage ich immer, und der war also einfach auch immer distanziert zur Organisation, solange er noch gesund war. Also er ist ja dann ist leider durch eine Herzuntersuchung blind geworden. Und in dem Moment war er dann abhängig von den Brüdern, von seiner Frau auch und von den Verwandten. Und da hörte das dann auf, dass er so kritisch war. Aber solange er noch gesund war, war er immer sehr distanziert. Er war übrigens der Pressesprecher in Regensburg. Mhm. Und der war Sammler. Und dann hat er alle Zeitschriften, alle Zeitungsartikel, die er ja zum Teil auch geschrieben und veranlasst hat zum Kongressen, hat er aufgehoben und seinen eigenen Sohn haben sie verstoßen, mit dem haben sie keinen Kontakt mehr gehabt. Der hat Medizin studiert und dann haben sie den Kontakt zu ihm abgebrochen. Jetzt hat er eigentlich keinen Sohn gehabt und da war ich der Ersatzsohn. Und noch dazu mich für seine Sammlung interessiert. Eigentlich wäre er scharf hinter seiner Sammlung gewesen, hergegeben hat er es nicht, aber ich habe viele Sachen dann fotografiert und so. Und er hat also auch viele Dinge gehabt, aber das waren halt einfach dann auch Leute, die gedacht haben, man kann die Gesellschaft von innen heraus reformieren. Das war deren Überlegung. Mhm. Das war also nicht so, dass sie gesagt haben, verdichte Zeugen Jehovas, sondern es war eher, dass man sagen, man schreibt darüber, in der Hoffnung, dass man vielleicht von innen heraus etwas verbessert. Dass sich was verändern kann, ja. Wäre schön gewesen. Aber es muss sich halt erstmal jemand trauen, öffentlich zu schreiben. Und dann. Es war sogar so, bei einmal hat eine Interessierte ein Video von mir gesehen im Internet und ist zu den Ältesten der Versammlung Straubing hingegangen, und gesagt, hier, Roma, den kenne ich. Und dann haben die das abgekommen, lass das, und das könnte auch wer anderes sein. Und haben das tatsächlich
obwohl sie wussten, wer es war. Einmal war es einer der Ältesten, ist zum Beispiel zu mir dann nach Straubing ins Keller runter. Ich hatte das Büro im Keller. Und dann hat er sich da auf meinen Stuhl draufgesetzt und gesagt, jetzt zeigen wir mal was. Das Buch Trost für die Juden, mit dem habe ich angefangen. Ich habe gesagt, guck mal, wir haben immer gesagt, wir dürfen Juden keine Proselyten machen bei Juden, weil die werden ja, das ist das Volk Gottes, die werden die Weltherrschaft beginnen. Und deswegen darf man Juden nicht zu Christen konvertieren lassen. Das darf man nicht. Man darf Juden nicht predigen. Sowas in der Art. Hast du auch nicht gewusst, ne? Ja. Und was habe ich ihm dann gezeigt? Habe ich gesagt, ja, das habe ich gesagt. Ja, die Hutnadel der Frau ist eine Erfindung Satans. Weil man darf, ein Mann darf keinen Hut vor der Frau lüften, weil man dann Menschenverehrung begeht, Geburtstag feiern. Mhm. Sowas habe ich gezeigt. Ist doch klar. Man darf der Frau nicht die Tür aufmachen, weil es ist Menschenverehrung, ähnlich wie Geburtstag feiern. Geburtstag darf man nicht feiern wegen Menschenverehrung. Mhm. Und so hat Satan die Hutnadel, das steht tatsächlich drin, Satan hat die Hutnadel. In welchem Buch steht das nochmal? Wo steht das? Wachtung oder Erwachet, 56. Ich zitiere aus dem Gedächtnis. Mhm. Ich würde aber jetzt, wenn ich ins Internet gehe, such bei Manfred Gebhardt, der hat ein eigenes Suchfeld. Und da gib mal Hutnadel ein, da hast du es gleich. Faximilia, ja, also nicht von mir dumm dahergeredet, sondern ja, alle aus abtrünnigen Lügen. Ich habe es hier. Also es ist wirklich erstaunlich, du hast ein Wissen und mit einer Akribie zerpflückst du diese ganze Religionsgemeinschaft im Prinzip. Ich hatte ja auch schon Kontakt zu dir über Infolink, war das? Genau, als ich Fragen hatte zu 1944, zwei Frauen in meiner Familie wurden ja enthauptet. Es gibt Dinge, öffne manche Büchse der Pandora bei mir nicht, sonst hört er nicht mehr auf. Okay. Der ein oder andere hat mich Scrollorgie genannt und er hatte nicht zu Unrecht. Ja, gut, im Forum kann ich ja im Thema weiter scrollen, wie du sagst. Aber ich fand es super interessant und ich war richtig platt und wirklich erstaunlich, was du für ein Wissen auch der ganzen Aussteiger-Community dadurch zur Verfügung stellst, Jörg. Manchmal kann man gar nicht aus. Und zwar gibt es das Offenbarungsbuch, das Neue, was ich mal bluten ließ. Ich habe ja mal im Atelier das Offenbarungsbuch angenagelt und habe da Blut rauslaufen lassen. Ne? Weiß nicht, in dem Film. Salisbury Hill. Das war. Du machst Sachen. Ja, ja. Den Film hat mir meine Frau nicht verziehen, da bin ich dann zu weit gegangen. Das war der Bruch zwischen meiner allerliebsten Isabelle, aber das hat sie mir dann nicht verzeihen können. Aber in dem Offenbarungsbuch gibt es eine Lüge. Da schreiben sie rein, ja, mit durch göttliche Fügung hätten die Zeugen Jehovas mit dem Jahr Null gerechnet. Ja? Mhm. So, Aussage steht im Raum, kann jeder nachlesen, wenn er will. Ist ja das aktuelle Offenbarungsbuch. Aber jetzt habe ich natürlich die Literatur gelesen und habe gesagt, ja, null. Ich konnte mich natürlich nur zu gut erinnern, dass wir immer darüber diskutiert haben, dass irgendwelche bösen Mönche der falschen Religion behauptet hätten, es gäbe das Jahr null. Und wir haben eigentlich immer gesagt, nee, es gibt nicht das Jahr null. Und zwar Russell hat das bei der Diskussion damals. Und jetzt brauche ich also nur eins machen. Ich muss die erste deutsche Zeitschrift hernehmen und fange an und suche nach dem Jahr null. Als Zahl oder als Wort. Das heißt, ich habe die Teile also tatsächlich gelesen. Und siehe da, immer wenn wir über den Geburtsdatum Jesu zum Beispiel diskutiert haben, da sind also Artikel, dass wir immer gesagt haben, aber das Jahr Null gab es nie. Ich fordere jeden auf, der sagt, alle abtrünnigen Lügen, bitte zeigt mir nur einen Artikel in der Literatur, wo wir gesagt haben, es gab das Jahr Null. Gibt es nämlich nicht. Außer im Offenbarungsbuch, wo wir gelogen haben, dass wir sagen, wir hätten durch göttliche Fügung mit dem Jahr Gott hat dafür gesorgt, dass wir einen Fehler machen. Danke. Wofür sind wir jetzt? Was soll das denn? Steht im Offenbarungsbuch drin. Interessant. Du hast früh begonnen zu recherchieren, früh, wie ich soeben gesagt habe, alles zu zerpflücken. Du bist auch zu deinen noch aktiven Zeiten als Zeuge Jehovas schon im Internet aufgekreuzt, hast Artikel geschrieben. Wann sind dir deine Eltern auf die Schliche gekommen? Wann haben die dich entdeckt? Wann warst du konfrontiert mit deinen Eltern in Bezug auf deine Veröffentlichungen im Internet, wenn auch undercover? Also es war
meine Isabel, die meine Mutter fast um Hilfe gebeten hat, wie Isabel gesagt hat, der Jörg schreibt da im Internet, und hat meine Mutter fast um Hilfe gebeten. Und dann hat meine Mutter sich das also angeschaut und hat dann sich einen Account erstellt und hat da also im Internet geschrieben. Aber ich war zu dem Zeitpunkt ja mit Manfred Gebhardt immer sehr nah im Kontakt. Mhm. Und wir hatten da auch mit sogenannten Forentrollen zu tun. Oder es war durchaus auch immer interessant oder wichtig zu wissen, ob eine IP-Adresse aus Selters da mitschreibt. Also da hatte ich sehr einen engen Kontakt mit dem Manfred. Kann ich mich auch immer nur heute absolut bedanken für das, was er da gemacht hat. Ohne ihn hätte ich das auch nie geschafft. Aber er hat mich sehr schnell darauf aufmerksam gemacht, woher derjenige, der da unter seinem, eigentlich habe ich es von Anfang an gewusst, dass es sich um meine Mutter handelt. Hast du gleich erkannt, tatsächlich? Dadurch, dass ich ja vom Manfred Gebhardt quasi informiert worden bin, wer das sein könnte, woher das kam. Mhm. Weil dann ja jemand auf komisch geschrieben hat, das ist sofort aufgefallen, eigentlich im Grunde genommen vom Anfang an. Und auch aus dem, wie sie es geschrieben hat, meine Mutter verwendet, ich wollte mich mit meiner Schwester nochmal unterhalten, wie das heißt, aber du bist doch auch Psychologin, wie heißt das, emotionale Erpressung, wie nennt man das anders, heißt es so? Ist das emotionale Erpressung, ja. Kennst du? Ja. Ja. Also sowas verwendet sie und schreibt so von hinten rum und das habe ich sofort gerochen, den Braten. Und deswegen, also auch die Art, wie sie schreibt, war sofort klar. Deine Mutter hat erzählt, sie hat sich unter dem Avatar Alphabetus im Internet angemeldet, im Alter von 70 Jahren. Das ist schon erstaunlich, ne? Du bist unter welchen Namen, Nicknamen unterwegs? Magst du sagen? Ich habe am Anfang wollte ich immer wieder unterschiedliche verwenden. Ich wollte keinen eigenen geben. Dann hat sich es aber irgendwie, es war einfach unpraktisch, weil auch viele Forentrolle unterwegs gewesen sind. Das hat irgendwie nicht funktioniert, obwohl ich der Person keine Geltung verschaffen wollte und so. Und dann, mein Gott, dann habe ich mich Plus genannt, weil ich es nicht falsch schreiben konnte. So. Ist so. Und dann hat der Manfred Gebhardt hat mir auch einen Namen verpasst. Das selbstverständlich völlig zu Recht. Und zwar gibt es einen Bibeltext in Jesus Sirach, der sagt, hättest du doch nur geschwiegen. Und ja, er hatte recht. Und daher war ich der Zweitname ab Jesus Sirach. Hätte ich nur den Mund gehalten, ja. Du bist also der Plus, über den es so viel zu lesen gibt. Oder der, genau, wie veröffentlicht hat, auch in diesen Aufklärungsportalen. Ja, aber es war nochmal, es war Gemeinschaftsarbeit. Es hat den Indianer gegeben aus Infolink, der sogenannte Trüffelschwein oder so ähnlich hat er sich genannt, der sehr viel gefunden hat. Der German ist nach wie vor also ein sehr geschätzter Fachmann in der Sache und das war also immer eine Gemeinschaftsarbeit. Es ist wirklich erstaunlich, dass du mit deiner Aufklärungsarbeit es geschafft hast, deine Eltern aus diesem Konstrukt der Zeugen Jehovas rauszuholen. Hättest du damit jemals gerechnet? Hättest du dir das vorstellen können, dass deine Eltern jemals die Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas verlassen? Du hast jetzt Eltern gefragt. Mhm. Mein Vater hat... Man kontrolliert sich in einer Sekte, wie sie sie hier ist, gegenseitig und verhindert gegenseitig, durch die Bindungen, dass jemand das tut, was er eigentlich freiwillig machen würde. Ich würde sagen, dass meine Mutter diejenige war, die dafür gesorgt hat, dass der Vater nicht frei sich entscheiden konnte. Es ist unschuldig, ist der Vater, nein, unschuldig bin ich auch nicht. Aber wenn ich im Internet für jemanden geschrieben habe, wenn jemand mein Ansprechpartner im Internet war, dann war es eigentlich eher mein Vater. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine Serie, man muss es ganz klar sagen, also wir haben ein Forum gehabt, ich wollte das Forum von Manfred Gebhardt beleben, ja, dass da was passiert. Und dann hat man halt sowas gesagt, ja, mach mal sowas wie einen Adventskalender, 24 Einträge. Und diese 24 Einträge kamen zuallererst Tagebuch eines Toten über den Ersten Weltkrieg. Und dann kam ein Jahr später, Und den Tagebuch eines Toten, der zweite Teil, habe ich dann eigentlich für meinen Vater geschrieben, weil ich dann die Sachen
da hätte ich eigentlich, da war mein, man hat ja, man schreibt ja im Gedanken, hatte man irgendeinen Ansprechpartner im Kopf und da war dann eher mein Vater im Kopf. Mhm. Ob meine Eltern dann ausgestiegen wären oder nicht, meine Schwester hat mal in einem Fernsehinterview gesagt, das hätte sie nie gedacht, unterschreibe ich. Mhm. Aber es ist so geschehen, was für ein Glück. Der Aktivist Lloyd Evans, kennst du wahrscheinlich auch, John Seeders, das war sein Synonym, mit dem er auch noch undercover in der ersten Zeit unterwegs war, Lloyd Evans, hat mal gesagt zu mir, er beneidet Barbaras Sohn, denn der hat es geschafft, mit seinem Aktivismus, so hat es benannt, so wie er das auch macht, seine Eltern zu befreien. Und das ist ihm mit seinem Vater nicht gelungen. Also das ist, ich sehe das als Geschenk, dass du da dieses Wissen auf den Weg gebracht hast, in den richtigen Kanälen, deine Eltern da auch von dieser Sekte zu befreien. Man nimmt wahrscheinlich viele Dinge viel zu selbstverständlich. Ich will mir heute gar nicht vorstellen, wenn mein Vater noch dabei wäre. Ich will mir gar nicht Gedanken drüber machen. Ja. Sie sind ja vor mir ausgestiegen. Ich war ja noch aktiv dabei, da sind Sie ja ausgeschlossen worden. Also insoweit muss ich mir die Frage nicht stellen, wie es wäre, wenn meine Eltern... Also ich habe natürlich als Kind miterlebt, wie sie den Kontakt zu meiner Mutter, zu meiner Schwester abgebrochen hatten. Ich weiß, im Nachhinein wird das immer so dargestellt, als hätten sie es nicht, aber ich habe es natürlich als Kind beobachtet, wie der Kontakt abgebrochen wurde. Da sagt man, ja, wir haben ja noch Kontakt gehabt, aber in Wirklichkeit, wenn man mit der Schere im Kopf sich mit jemandem unterhält, ist das etwas ganz was Schreckliches, das ist etwas ganz was Fürchterliches. Hm. Wie alt warst du, als du ausgeschlossen wurdest? Weiß ich nicht, muss die Wachtunggesellschaft fragen. Interessiert mich nicht. Ich bin in keine Organisation eingetreten und ich bin auch auf keiner Organisation ausgetreten. Ich weiß, wann ich meine Familie verlassen habe, wann ich meine Wohnung zur wachtfreien Zone erklärt habe. Das weiß ich, aber wann ich ausgeschlossen worden bin, weiß ich nicht. Interessiert mich nicht. Du hast auch... Die Schuld liegt bei Ihnen. Die Schande liegt bei Ihnen. Du hast auch schon angesprochen, wie schwierig Verhältnisse sein können zu den Eltern, zwischen Eltern und den Kindern oder gerade in so einer strengen Sekte, Glaubensgemeinschaft. Ja. Kannst du deinen Eltern verzeihen? Kannst du, oder anders gefragt, kannst du heute nachvollziehen, dass Menschen in solchen Konstrukten gefangen sind, Fehler machen, die sie heute womöglich anders machen würden oder die sie heute bereuen? Aber kannst du das vergeben, kannst du das verzeihen? Ja, man ist, wenn man so eine Sekte drin ist, ist man Täter und Opfer zugleich. Was habe ich das Recht, jemanden zu verzeihen? Ich bin genauso Täter. Mhm. Es ist, wie es ist. Ja. Bist du von Ächtung betroffen? Aufgrund dessen, dass du kein Zeuge Jehovas mehr bist, wirst du geächtet? Wirst du? Ich finde Geld. Diskriminiert auf gut Deutsch? Ich finde Geld. Ständig. Du findest Geld? Ich finde Geld. Ständig. Jetzt bin ich nach Augsburg gezogen, neu, ja, aber ich war ja jetzt lange, 25 Jahre, glaube ich, oder? Wie lange? 25 Jahre? In Regensburg? Müsste ich nachschauen, sagen wir mal 20 Jahre in Regensburg. Mhm. Ja, 25 Jahre Regensburg. Und da sind lauter Verwandte, sind alles Zeugen Jehovas. Und lauter Bekannte. So volatil, dass die Mitgliedschaft bei den Zeugen Jehovas auch ist, es kommen sehr viele und gehen sehr viele. Aber ich habe niemanden angeguckt. Ich habe immer auf den Boden geschaut. Ach, jetzt verstehe ich. Ich dachte, ja, aber das ist welches nicht gesund. Bild... Das ist nicht gesund. Jürgen mir vermitteln. Das ist nicht gesund. Mhm. Ich finde ständig Geld, heute noch. Wenn ich den Leuten das erzähle, sagen sie, ja, komisch. 10 Cent hier, 1 Cent da, es ist komisch. Ich finde ständig Geld. Soll ich den Geldbeutel holen? Ich zeige dir einen verrosteten Pfennig, den ich jetzt erst gefunden habe. Und das ist nicht gesund. Also was heißt Ächtung? Und dann habe ich jetzt 10, 11 Jahre vom Leben meiner Tochter verloren. Ich stehe heute im Supermarkt und will etwas für den Besuch der Tochter zum Essen kaufen und stehe davor und heule, weil ich nicht weiß,
ist es jetzt eine Lisa Simpsons oder eine Greta Forellenthal? Ich weiß es ja nicht. Du kennst dein eigenes Kind nicht. Ich habe da 10 Jahre, und das kannst du nicht nachholen. Sie wird jetzt heiraten, ja, aber wenn man jetzt 10 Jahre zur Vorbereitung dessen gehabt hätte, ich habe ja vor ein paar Wochen noch gedacht, ich werde sie nie wiedersehen. Mhm. Ich konnte das nicht vorbereiten und ich kann das weder finanziell noch emotional oder wie auch immer nachholen. Das ist, man kann jetzt natürlich in die Zukunft schauen und sagen, ja, für die Zukunft ist es jetzt eine tolle Sache, aber verloren ist verloren, das kannst du nicht mehr nachholen. Nein. Wie willst du denn jemanden noch mehr strafen? Den sozialen Tod ist... Was willst du noch mehr tun? So werden Familien auseinandergerissen, Väter kennen Meine ihre Frau Kinder nicht. Ist neben mir gestanden und wir haben uns gegenseitig unsere Liebe geschworen, aber wir wussten nicht, was wir tun sollen. Hm. Weil es Jehova so will oder weil es die Organisation so will? Das kommt jetzt drauf an. Die Wartunggesellschaft hat nichts mit Gott zu tun. Danke. Was heißt Jehova will? Das ist jetzt, ich weiß nicht, ist das jetzt, ich weiß nicht, mir fällt jetzt keine Zeichentrickfigur eine Biene Maya, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Ist Jehova jetzt eine Kunstfigur, die sie sich erschaffen, um sich zu finanzieren? Oder meinst du jetzt wirklich Gott? Aber die Wartunggesellschaft hat nichts mit Gott zu tun. Das ist sowas Billiges, sowas Ärmliches, sowas Erbärmliches, da ist nichts an Spiritualität in irgendeiner Weise, nichts dran. Also was heißt Gott will? Ja? Ich habe ja immer wieder, du hast mich gefragt, ja, machst du Aufklärungsarbeit? Da habe ich gesagt, na, habe ich in eine Kiste hergerichtet, hier gammelt da unten Fisch, den hätte ich jetzt als Beispiel gebracht. Ich mache keine Aufklärungsarbeit, sondern es ist lediglich, ich weiß jemanden, die weiß nicht, jetzt bringe ich die Fischpackung. Ja, genau, jetzt kommt er mit der Fischpackung. Jetzt die Packung, jetzt ja, kommt er mit dem Fisch. Und wenn du Brot hast, dann kann die ganze Straße einladen. Warum tut hier im Wohnzimmer ein Fisch gammeln? Nein, die Packung ist leer, die habe ich das letzte Mal gegessen. Die habe ich extra aufgehoben, habe es wieder zugeklebt, damit ich es dir zeige. Warum? Mhm. Weil hier war mal 200 Gramm Filetfisch und dann Kruste obendrauf. Und dann wurde diese Packung zur Schummelpackung des Jahres. Warum? Weil dann haben es nämlich einfach auf einmal nur noch 180 Gramm Fisch, aber immer noch 320 Gramm Inhalt. Ja, weil dann wurde da gibt es eine Internetseite, die sich um Verbraucherinformation kümmert und die sagt, die Schummelpackung des Jahres, haben gesagt, die Pampe haben sie erhöht. Ich kaufe immer noch bewiesen, knusprig, kross, weil jetzt hat ja Iglo 2 Packungen, jetzt hat sie also mit dem alten Fischanteil und mit dem knusprig, ich kaufe den Schummelfisch. Ich will die größere Kruste. Ja, ich will den. Aber es hat irgendjemand mal darauf aufmerksam gemacht. Die haben jetzt nur noch halb so viel Fisch, aber immer noch den gleichen Preis. Und dann ist das Verbraucherinformation. Höchstens, wenn denn schon anmaßend, also dann mache ich Verbraucherinformation. Ja, ich sage den Leuten, guck mal hier, ihr setzt euer Leben aufs Spiel, indem ihr dem glaubt, ihr dürft keine Bluttransfusion haben, aber wem glaubt ihr das? Es ist doch nun wirklich, ist das wirklich wert, wenn jemand heute von neuem Licht spricht, dann spricht er davon, dass gestern altes Licht war. Und warum setzt du dein Leben wegen altem Licht aufs Spiel? Ich schwör's, was heute als neues Licht gilt, ist doch morgen auch wieder altes Licht. Also warum folge ich heute altem Licht? Das habe ich gemacht. Mhm. Mehr nicht. Ja, ist ein anderes Wort dafür. Aber es ist anmaßend zu sagen, Aufklärungsarbeit. Es ist weder was geklärt noch sonst was. Ich habe mit meinem Gott, mit allen Engeln und Teufeln habe ich um meinen Glauben gerungen. So. Und ich glaube,
dass mein Gott mir glaubhaft die Antwort gegeben hat und gesagt hat, dass wir müssen es doch so sehen. Wenn ein Israelit damals in Israel einem König gefolgt hat, dann wusste dieser kleine Israelit, wie ich es jetzt bin, der wusste ja nicht, ob der König recht ist oder nicht. Aber wenn du einen bösen König hast, dann hat Gott den kleinen Israeliten auch getötet, auch gestraft, wenn er dem bösen König gefolgt ist. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad ist der israelitische König der Gesandte Gottes, der Gesalbte Gottes, der Mitteilungskanal. Mag sein, aber bis zu einem gewissen Grad bin auch ich als kleiner Israelit für das, was ich tue, verantwortlich. Mhm. Und jetzt muss ich halt gehen und muss schauen, was tut dieser König? Und ich kann nicht nachher dann vom Gerichtstag Gottes dann vor ihm stehen und sagen, ja, ich bin Befehlsgewalt, Nürnberger Kongresse, Nürnberger Verhandlungen. Ja, was haben wir daraus gelernt? Du kannst nicht hergehen und kannst sagen, so, ich kann mich nur auf Befehlsgewalt rufen, sondern ich muss mich auch selber verantworten. Und dann habe ich also nichts anderes gemacht, als zu gucken, mein Mitteilungskanal, mein Volk Gottes, mein König, was sagt der? Kann ich dem folgen? Bis zu einem gewissen Grad habe ich als Kind, als Teenager ja schon gesagt, okay, der lügt und ist in Ordnung. Ich folge keinem Menschen, ich folge Gott, aber soll die erzählen, was sie wollen? Aber dann irgendwann mal kippte das halt. Und also, nein, ich mache keine Aufklärungsarbeit, immer verbrauche Informationen. Apropos Mogelpackung, eine Frage, die sich Aussteiger gerne immer wieder stellen ist, vielleicht hast du eine Antwort drauf, würde mich interessieren. Hält sich die leitende Körperschaft tatsächlich für den Mitteilungskanal Gottes? Glauben die wirklich all das, woran der einzelne Zeuge Jehovas glaubt? Oder werden sie von anderen Stellen geleitet? Was steckt dahinter? Nun ja. Wenn jemand lügt, muss er wissen, was er lügt, sonst kommt man ihm drauf. Würde die Wachturmgesellschaft, die leitende Körperschaft, also da unbedarft nur ins Blaue hinein zu sagen, aber in der Bibel steht doch, wären sie schon längst auf dem Religionsjahrmarkt verschwunden. Mhm. Du musst wissen, wo du lügst, damit du überleben kannst. Ob sie daran selber glauben. Ich habe dir das Beispiel gebracht von dem Asterix, dem Lügnix oder Lügfix. Da gibt es im Asterix und der Hinkelstein oder Asterix der Seher. Der Film heißt Asterix und der Hinkelstein heißt der Film und Asterix der Seher heißt das Buch. Und da gibt es also einen Seher, der kommt ins Dorf und behauptet, gute Miene wird reich, wird schön und ihr Mann wird befördert. Und das glaubt sie natürlich und in Wirklichkeit wollte er bloß an ihre Kartoffeln. Also wie halt normal so ein Mönch, der aufs Dorf unterwegs ist, der erzählt den Leuten irgendwas, Gott liebt dich und dafür kriegt er ein heißes Mittagessen. So. Aber das Lustige an dem Asterix ist, dass dieser Seher Dinge behauptet, die dann auf einmal eintreffen und dann ist er sich selber nicht sicher, ob er nicht vielleicht doch recht hat. Ob er nicht vielleicht doch weiß, was vielleicht doch besondere Fähigkeiten hat. Das ist das Lustige an dem Asterix. Mal sagt er, nee, ich bin bloß Betrüger. Und mal, doch, ich bin Seher. Und nee, ich bin bloß Betrüger. Das ist das Lustige dran. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie besoffen von ihren eigenen, Lehren sind. Im Grunde genommen ist die Bibel ja dafür geschaffen, dass sich ein Mönch am Bauernhof nicht die Kartoffeln selber aus der Erde graben muss, sondern dass er ans warme Essen kommt, indem er jemanden auf die Schulter klopft und sagt, Gott liebt dich. So, darum geht's. Und jetzt kann es aber sein, dass der Mensch selber von dem, was er da liest, so besoffen ist, dass er tatsächlich glaubt, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich meine jetzt mal realistisch unter uns, ja. Mhm. Wenn jemand sagt, die Generation von 1914 wird nicht vergehen, ja, dann mag das als Frenz, ja. Dann mag ich ihm zugestehen, dass es vielleicht tatsächlich, oh, ich lese die Bibel und ja, könnte sein, dass es richtig ist. So, und dann rechnet er, na, die Generation 70, wenn in Kraft 80, so, und dann muss er ja mit die Generation von 1914, das muss er ja dann schon mit Verstand miterlebt haben, also er muss etwa 10 gewesen sein. Ich habe vorhin rausgehört, du hast dich auch daran erinnert, an die 10 Jahre, so. Mhm. Also, ja. Das heißt, Generation 70, 10 Jahre, das heißt 60 Jahre dazu, 1914, 60 Jahre macht 1975. Es kann sein, dass er es selber geglaubt hat. Dann haben sie
eine Generation 70, wenn in Kraft 80, jetzt kam er auf 1985. Ja? Und dann hat man aber, und da muss ich sagen, spätestens da haben die Leute dann schon gewusst, dass sie lügen. Ja? Und dann hat man also versucht zu vergessen, dass man gesagt hat, ja, man muss das also noch bewusst 1914 miterlebt haben. Da ging viel, also auf einmal die 10 Jahre fielen auf einmal unter den Tisch, so unter den Teppich. Ja? Und jetzt hat man also gesagt 1995, aber ich weigere mich auch nur ansatzweise zu akzeptieren, dass wenn dann jemand hergeht und sagt, die Generation, die jemanden gekannt hat aus der Generation, die überlappende Generation. Ich weigere mich, das ist so bescheuert, ich weigere mich. Natürlich wissen sie, dass sie lügen. Sie müssen ihren Lebensunterhalt verdienen, sie brauchen Essen, sie brauchen Benzin fürs Auto, sie brauchen Kleidung, sie brauchen müssen heizen, das Dach regnet rein. Das ist Fakt, dass sie das glauben. Niemals. Niemals. Außer vielleicht, weil sie besoffen sind von dem eigenen, was sie sagen, aber das ist auch höchstens. Tut mir leid. Das niemals. Das beruhigt mich. Jörg, wenn du heute so auf all diese Jahre, die hinter dir liegen, so zurückschaust, womit hast du heute noch am meisten zu kämpfen im Ergebnis? Was ist so ein Ding, wo du sagst, es wird immer ein Teil von dir sein, es wird dich begleiten, womit du zu kämpfen hast noch? Gibt es da was? Ja, sicher. Täglich bin ich komisch. Täglich. Irgendjemand hat mal gesagt, ich habe sehr viel Ähnlichkeit mit dem Dr. Sheldon Cooper, weil ich einfach komisch bin. Aber das ist, weil man eben dieses Kind bandagiert hat und das da aufgewachsen ist, gar nicht lebensfähig, normal wie andere aufgewachsen ist. Das heißt, ich stehe also heute an der Theke vom Rewe und habe für euch da so Semmeln besorgt und habe zu der gesagt, ja, ich hätte gern 2 Salamisemmeln und 2 Kochwurstsemmeln. Ich wusste nicht, was Kochwurst ist. Ja, wir haben früher keine Kochwurst gegessen. Für mich war das der Überbegriff Kochwurst. Ich esse heute noch keine Kochwurst, also ausgeschlossen, weil ich Blutwurst, also Kochwurst gegessen habe, bin ich bestimmt nicht. Ja, aber ich habe es dir offensichtlich auch erklären müssen. Also was ist Kochwurst? Ja, kannte ich auch nicht. Bierschinken, alles, wo halt irgendeine Pampe zusammengerührt wird und dann da Wurst draus gemacht und die muss irgendwie mit möglichst viel Wasser aufgepumpt, dass man also möglichst, dass es halt möglichst billig ist, beziehungsweise teuer ist die Wurst schon, aber das ist billig im Einkauf, in der Produktion ist. Und dafür wird halt da Bindemittel rein und dieses Bindemittel wird aus Blut gewonnen, eben Schütte. Und für alle Zeugen Jehovas, die das jetzt noch nicht wissen, ihr heißt Blutwurst, ja. So, also. ich habe es nie gegessen und ich mag es heute noch nicht. Aber ich bin komisch. Also. Das bleibt. Wer sagt, dass du komisch bist? Ja. Definiere komisch. Das weiß ich nicht selber auch. Hat dir die Organisation was gestohlen? Naja, Religion ist erstmal Dienstleistung. Man hat Halt, man hat ein Ziel im Leben. Jeder Mensch ist blind. Ich weiß nicht, ob ihr das. Die Forum hat das schon das ein oder andere Mal geschrieben, aber du hast den Tsunami erlebt. Mhm. Und dann sind die Touristen an dem Naturschutzgebiet, ans Ufer ran vom Meer, das sich zurückgezogen haben und haben geguckt. Ja? Aber alle anderen Tiere sind weggerannt. In den Naturschutzgebieten, die man dann nachher später aufgeräumt hat, war kein einziger Elefant, kein einziger ertrunkener Affe, kein einziger, die sind alle weggerannt. Nur wir Menschen, wir sind blind, wir sind dahin gerannt. Und da hat es dann Opfer gegeben. Und dafür hat man Religion, weil es einfach Dinge gibt, die man nicht sieht und nicht. Und dafür sagt einem die Religion, mach das und mach jenes. Und die Dienstleistung habe ich gekriegt, welchen Preis ich dafür gezahlt habe. Darüber habe ich gerne also informiert. Okay. Ich habe auch zum Beispiel, ich lebe heute noch, dass ich gerne akquiriere. Da lebe ich heute noch. Das hat also durchaus Vorteile gehabt. Also. Hoffentlich werden wir nie in der Zeit reisen können,
und werden nie die Möglichkeit haben, Dinge zurückzudrehen und nochmal zu machen, weil es wäre halt irgendwie anders gewesen. Und das, ob das besser gewesen wäre, das wird man sehen. Es ist, wie es ist. Genau. Ändern können wir es nicht. Und ich habe einen ganz lieben Menschen in Bethel kennengelernt, einen Wildvogel. Mit dem war ich 16 Jahre verliebt. Ich will keinen Tag davon missen. Das berührt dich jetzt, gell? Ja, du hast gefragt, welchen Schaden hat man da? Also der Preis war auf alle Fälle zu hoch, dass ich die Familie verloren habe. Der Preis war zu hoch. Aber dafür habe ich sie ja schon geschlagen, die Wachtunggesellschaft, wo ich nur kann. Ich muss aufpassen, wir haben hier einen, wie sagt man, Personenschutz hier. Personenschützer? Ich habe schon. Der schützt uns. Ja, von wegen. Ich bin Terrorist, ja. Also ich habe, das ist anmaßend, aber ich. Also wie ich Strawberry Fields gemacht habe, habe ich den Zeugen schon gesagt, also wenn ihr mich schon ausschließt, deswegen, dann will ich euch wenigstens einen Grund geben. Das eine oder andere Mal habe ich ihnen dann schon die Suppe gespuckt. Deswegen sage ich auch immer, Infolink ist nicht meine Forenheimat, auch nie gewesen, weil es dort so viele zerstörte Seelen sind, die so um ihr gekämpft haben, um ihren Ausstieg und so gehofft haben, dass sie irgendwas, sie was sagen wollten, was sagen mussten, aber nichts zu sagen hatten. Es war ja so ein Glück für mich, dass ich diese Wachtumsammlung hatte, dass ich da was zu sagen hatte, dass da jemand mir zugehört hat in meinem Ringen um meinen Glauben, den ich ja zumindest die Organisation Gott sei Dank verloren habe. Mein Glauben habe ich ja eigentlich nicht verloren, aber ich sage, wie ich da drum gekämpft habe mit meinem Gott, dass da konnte ich ja wenigstens was schreiben, auch wenn es über das Vermögen hinaus war. Man hat ja mehr gemacht als, wie sagt man, die Kerze von zwei Seiten angezündet, ne? Aber der Preis war es nicht wert. Der Preis war es nicht wert. Also wenn du mich fragst, was hast du für einen Verlust, wo du heute noch... Ich weiß, ich bin Technokrat und jetzt ausgerechnet, ich fange an mit Liebe, aber ist Liebe nicht wirklich so viel, viel mehr wert als eine Möhre, wo man hinterher rennt? Ja. Steht die Möhre für das Paradies? Ja, dass es Volk Gottes sind, dass sie das Handtuch auf der Liege im Paradies, auf der Sonnenbank liege. Danke für auch für deine Emotionen und deine Gefühle und dass du uns das auch so zeigst. Also es berührt mich auch. Hast du nach Verlassen der Sekte begonnen, Dinge zu tun, die du vorher nicht getan hättest? Ich weiß, ich habe das die Barbara auch gefragt. Gibt es irgendwas, was du heute tust, was du als linientreuer Zeuge Jehovas nie getan hättest? Also was feierst du Weihnachten? Du willst, feierst dass du ich den Zeugen jetzt sage. Also wie ich ausgeschlossen wurde, wurde meine Frau und Tochter von der Seltas schriftlich aufgefordert, Stellung zu nehmen wegen meinem Ausschluss und Dinge sammeln, die sie mir vorwerfen können. Da sind dann Dinge aufgeschrieben worden, die waren schlicht gelogen. Aber im Grunde gibt es eigentlich keinen Ausschlussgrund und den gibt es im Grunde heute nicht. Wenn du mich das jetzt so fragst, dann müsste ich ja eigentlich Dinge aufzählen, dass ich sage, heute würde ich zu Recht ausgeschlossen werden. Ja, zwischenzeitlich gehe ich politisch wählen. Das würde mir jetzt auf Anhieb ausfallen, das wäre ein Grund, mich auszuschließen. Aber ich feiere immer noch keinen Geburtstag, ich feiere immer noch keinen Weihnachten, ich trinke immer noch keinen Alkohol. Ja, ich trinke immer noch keinen Alkohol, weil ihr behauptet hättet, ich wäre Alkoholiker gewesen. Ich habe übrigens damals, wie ich das gehört habe, wie ich das schriftlich gesehen habe, dass sie behauptet hätten, ich wäre Alkoholiker, habe ich mir vom Arzt einen Attest erstellen lassen, dass ich kein Alkoholiker bin. Wusstest du das? Das habe ich sogar hier. Du hast es mir berichtet, ja. Ja, das habe ich sogar hier. Ich bin dann sofort zum Arzt hingegangen. Zu meinem Hausarzt, der hat mich angeguckt, wie wenn ich Gaga wäre, weil er sagte, sieht man dir doch an, dass du kein Alkoholiker bist. Da habe ich gesagt, ja, aber ich brauche das sofort, weil wenn ich dann zwei Jahre später hergehe und sage, ich brauche einen Attest, dann sagt man, ja, jetzt bist du trocken. Nein, nein, wie ich das gehört habe, seit 20, da ist das Gutachten vom Arzt. Dann bin ich zu meinem Hausarzt hin und habe mal von meinem Hausarzt ein Gutachten machen lassen. Das war damals beim Christoph Daum.
Der Christoph Daum war doch wegen seiner Drogensucht und dann haben sie von Haare genommen. Dann hat sie beim Hausarzt gesagt, kannst du nicht bei mir Haare entnehmen, dass man nachweisen kann, dass ich keine Alkohol trinke. Da sage ich, nee, das geht nicht mit Haaren, aber ich kann, das sieht mir doch an, dass du keinen Alkohol trinkst. Da habe ich es schriftlich, dass ich kein Alkoholiker bin. So, also trinke ich immer noch nicht. Ja, was mache ich heute anders? Was mache ich heute anders, als weil ich jetzt Zeuge Jehovas bin? Weiß nicht. Immerhin gehst du wählen. Ja, also deswegen hätten es mir jetzt dann auch zwischenzeitlich wohl ausschließen können. Aber weiß nicht, was mache ich. Hast du es mal erlebt, dass Zeuge Jehovas ausgeschlossen wurde, weil er zum Wählen ging? Ich glaube, man kann Ehe brechen, man kann morden, man kann tun, was man will. Ausgeschlossen wird man wegen Kritik. Mhm. Es ist zwar sehr leicht, wenn man jemanden wegen Rauchen erwischt, dann ihn auszuschließen. Und ich habe gerade einen Onkel gehabt, der hat wirklich Blut an den Händen gehabt, der mir dann auch in meinem, also nicht in meinem, sondern bei dem ältesten Tribunal gegen meine Frau, wo ich dann dabei war, wo ich sie verteidigt habe, da saß der gegenüber, der hat echt Blut an den Händen gehabt und der hat also wegen Leute ausgeschlossen, wegen was weiß ich was. Was ist da bei uns bei der Verhandlung gewesen? Also weil wir Pokémon-Karten den Kindern zum Spielen geben oder was ist da noch vorgeworfen worden, weil meine Frau gesagt hat im Predigtdienst, sie würde zusammen mit dem Pionier, mit dem Predigtdienstpartner zum ich deute gedanklich hoch zum Cinemax, zu dem Ankündigungsplakat, da hing mal was von Harry Potter, ja, die wollen zusammen, wir gehen zum Harry Potter Film. Es war wirklich nur ein Scherz, den sie gemacht hat, aber das wurde ihr vorgeworfen, deswegen hätte sie ausgeschlossen werden sollen. Wenn mir jemand sagen würde, es würde jemand ausgeschlossen wegen Wahlen, ich würde es glauben, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das war jetzt eine lange Reise in die Vergangenheit, ein langer Blick zurück, total interessant. Danke fürs Teilen. Was wünschst du dir für dich, wenn du nach vorne schaust, so auf die nächsten Jahre, in deine Zukunft, was ist dein innigster Wunsch, was wünschst du dir? Ja, weiß nicht, ich werde 95 und sterbe beim plötzlichen Kindstod, meinst du das? Ja, zum Beispiel. Ja. Ja, gute Zeit haben mit deiner Familie, gesund bleiben auf alle Fälle, das Wichtigste. Hast du noch Projekte, neue Projekte, die anstehen? Schreibst du, machst du Filme? Hast du was auf dem Plan? Ja, es gibt noch viel falsch zu machen. Es gibt Dann würde ich sagen. Ich hätte ein Projekt, hätte ich noch. Ich hätte gern von dir ein Autogramm. Weil. Auch von mir? Ja, von dir. Ein Autogramm. Schau her, ob du mir bitte das. Nee, nicht im Ernst, oder? Doch, im Ernst. Vorher lasse ich dich nicht gehen. Das muss ich jetzt tatsächlich auf eine Kamera halten. Ja. Joe, wohin? Egal, die. Also. Ob du mir da bitte ein Autogramm machen Jörg ist natürlich gut vorbereitet und weiß, dass ich die Sängerin der Saragossa-Band bin. Richtig, richtig. Dich lasse ich nicht gehen. Ach, das ist ja witzig. Ich kann dir die Unterschriften von den anderen auch besorgen, wenn du magst. Und noch eine Single. Jeweils Zabadak. Du bist ja Wahnsinn. Du glaubst ja nicht, was ich für einen Aufwand betrieben habe, dass du da dran kommst. Krass. Lieber Jörg. Ich danke dir. Ich habe zu danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Mir eine große Freude und danke für dein Erzählen, danke für dein Vertrauen und danke, dass das auch die YouTube-Community sehen darf und ich wünsche dir alles Gute, Chu wünscht dir alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Pass auf dich auf. Für mich war es schon wieder, ich habe ein Autogramm gekriegt. Ja, ihr Lieben, das war unser heutiges Wohnzimmer-Interview mit dem spannenden, tollen Menschen Jörg Kohut. Das war mir eine Riesenfreude. Und wenn ihr Fragen habt zum Thema Zeugen Jehovas, zum Thema Ausstieg, über all die Dinge, über die Jörg heute auch berichtet hat, dann schreibt bitte eure Fragen gerne in die Kommentare. Natürlich freuen wir uns über einen Daumen hoch, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr das nächste Mal wieder informiert seid, wenn Inhalte an den Start gehen. Danke fürs Zusehen. Bis bald. Passt ihr auch auf euch auf. Ciao.